Jo, hallo und herzlich willkommen zurück bei dem Hausbausimulator auf der Insel Robinson Crusoe. Mit Axt. Nein, warte, ich wollte hier eigentlich ja. Genau, ich wollte hier eigentlich so. Ich wollte es nicht aufnehmen, ich wollte es werfen. So, dann nehmen wir hier noch. Achso, dafür brauchen wir das gar nicht. Muss ich hier. Ah, ich muss länger drauf. Och, ich muss länger drauf bleiben. Okay. So, wir haben wieder eine Axt. Wir nehmen aber erstmal unsere. Wir nehmen die hier. Die gute, die möchte ich eigentlich noch ein bisschen behalten. Und jetzt gehen wir hier in unser düsteres Wäldchen. Hier könnte man natürlich dann das Lagerfeuer machen. So ein bisschen im Wald drin, versteckt. Wobei, wir können. Da ist auch nochmal eine Palme, wenn ich mich nicht täusche. Ja, super! Ich denke, das reicht. Wenn wir jetzt noch die Dächer ausrechnen, nochmal jeweils vier Stickes, wären nochmal vier Strünke. Wir haben schon 10, haben wir schon. Das haben wir ja schon erreicht. Ich denke, das kriegen wir sogar hier hin. Ich denke, das packen wir sogar. Also, ich hab da, bin da zuversichtlich. Ich habe ja auch noch zwei Loks, die bereit sind und die ich mir extra nur für die Axt aufsparen möchte. Dass wir hier auch in Ruhe alles. So, dann nehme ich den Strunk. Ich mache jetzt hier mal so eine Rotsammlung, die ich jetzt mal so hier hinstelle. Ich platziere das mal nicht direkt an unser Haus. Ich mache das mal so hier hin und bringe jetzt erstmal alle Palmen und Bäume, die ich gefällt habe, hier hin. Und ich meine, auch ohne Palme sieht es hier immer noch sehr schön bewaldet aus. Also. Und danach müssen wir halt schauen, ob wir dann ganz kurz einen Abstecher auf eine andere Insel machen. Denn bei mir ist klar, irgendwann gehen einem die Ressourcen aus und man kann nicht ewiglich auf einer Insel leben. Also man kann schon. Okay, das ist nur ein Strunk. Das heißt, unsere Zahl hat sich von 10 auf 9 reduziert. Ich rechne das. Ich lege jetzt erstmal alles hier hin. Ganz easy. Dann können wir das nachher noch ganz kurz zählen. Was wir denn hier so alles erhalten werden. Wie sieht es essenstechnisch aus? Oh, da können wir aber ganz was abfragen. Da könnten wir. Kartoffeln nähren halt jetzt doch auch nicht so gut. Aber ich möchte eben auch kein Lagerfeuer errichten. Sonst ernähren wir uns dann halt von Kokosnüssen. Das sollte auch für den Anfang reichen. Bis wir unser Haus haben, möchte ich eigentlich das Holz für nichts anderes verwenden als das Haus. Also wie gesagt, erst schauen, ob es überhaupt reicht. Wenn es nicht reicht, ist es sowieso für nichts zu gebrauchen. Aber wie gesagt, hier sind auch schon Kokosnüsse. Hier haben wir zwei, das heißt, wir haben jetzt alleine nur schon diese beiden, haben wir drei. Hi, rechnen. Ich komme vor wie auf der Grundschule. Na, klein Doku. Na, dann rechnen wir doch mal. Was macht zwei Baumstämme und acht Baumstämme? Na? So komme ich mir in etwa vor. Mathematik mit Daniel. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht gerade. Baumstamm zählen. Das gab es auf meinem Channel jetzt auch so noch nie. Sondern stell dir das mal vor, du machst das wirklich. Du bist auf einer Insel gestrandet und zählst die Baumstämme, weil du das für dein Haus so dringend brauchst. Zählst du Baumstämme? Wenn du zurückkommst und dann dich wieder bewerbst, wenn dich jemand gefunden hat, bewerbst du dich für einen Job. Ja, was sind denn ihre Fähigkeiten? Baumstammzähler. Aha. Ja, sie waren jetzt wirklich 3 Monate lang auf einer Insel festgefangen, umgeben von den blutrünstigsten Haien der Welt. Also, by the way, ich liebe ja Haie. Haie sind meine Lieblingstiere. Das heißt, ihr werdet von mir nur sehr selten hören, dass es böse Tiere sind. Und, ja, was haben sie so gemacht, so umgeben von diesen, ich sag jetzt mal, von den Medien immer so böse angepriesenen Haien. Ich weiß, hier im Spiel werden sie auch nicht gerade als sehr freundlich, aber Haie sind ja eigentlich gar nicht so. Na super. Ja, was haben sie denn die 3 Monate lang gemacht? Nö, ich war Baumstämme zählen. Ich habe Baumstämme gezählt, bis ich wusste, wie viel mein Haus kostet. Jetzt haben sie da Baumstammpreise eingeführt. Muss man auf den Kurs achten. So. So würde ich wahrscheinlich, wenn ich zurückkomme aus so einem Überlebensding. Ich habe Baumstämme gezählt. Ich war da
hacken und hacken und hacken und hab danach Baumstämme gezählt. Da hinten hat sich auch nochmal ein Baum versteckt. Ah nee, das war eine gemeine optische Täuschung von diesem Baum. Der gibt sich. Was ist die Palmela culis? Ein Baum, der sich durch das Gebüsch aussieht wie eine Palme und sein Opfer anlockt, um es danach zu trollen. Sie wird auch Trollbaum genannt. Ich weiß nicht, was ich hier spreche. Ich bin schon zu lange auf der Insel. Mein Verstand ist labil geworden. Ich sehe auch schon Gespenster. Ich meine, das geschieht halt ab und zu. Oh, Potato Plant. Reife Potato Plant. Sie ist reif. Können wir nochmal drei Potatoes reinhauen? Die haben wir auch einigermaßen nötig. Ich ernähre mich jetzt hier extra nur von Potatoes, denn die wachsen auch nach. Und solange wir hier nicht in der Gegend rumsprinten wie vom Hai gejagt, dann geht das ja auch schon. Aber wir haben jetzt hier schon sehr, 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 sehr viel abgebaut. Und ich weiß nicht, ich muss mir das wirklich noch mal ganz kurz ausrechnen, ob das hier auch wirklich reicht. So, jetzt kommt Mathematik mit mir oder Daniel. Ihr dürft aussuchen. Das sind beide hochqualifizierte Leute. Daniel ja vielleicht noch ein bisschen besser als ich. Also wir haben hier 1, 2, 3, 4. 5, 6, möglicherweise habe ich jetzt zusammen. 7, 8, 9, 10. Dann wird es reichen bis auf. Bis auf Dingens. Bis auf die. Bis auf das Dach wird es reichen. Aber da die Insel so nahe ist, wage ich das jetzt einfach mal. Ich baue uns ein großes Shelter. Das sieht dann auch halt schöner aus. Das muss man ja auch mal sagen. So ein großes Shelter sieht halt wirklich schöner aus als so ein kleines Zweier-Shelter. Ich baue das ja im Singleplayer ganz gerne, weil da habe ich das Holz auch gerne hier. Aber hier möchte ich ja auch mal was zeigen. Da kann ich ja nicht einfach nur sagen, ja, so und so und so. Deswegen dachte ich mir, hier können wir es ja machen. Und solange das ja gleich da um die Ecke ist, ist es ja in Ordnung. Also, wir sind ja hier zwischen Japan und dem anderen Ort. Warte, ich pflanze die hier hin, damit die nicht mit den anderen, die für die Axt gedacht sind, in Komplikationen kommen. Dann bauen wir also noch zwei Foundations. Ich würde sagen, Palmenblätter haben wir hier wirklich mehr als genug. Das sollte auch reichen für die anderen Gebäude. Ich ziehe jetzt hier einfach mal den Strunk. Ziehe ich schon mal darüber, dann muss ich den nachher nicht mehr mitnehmen. Dann geht das auch ein bisschen schneller, weil sonst muss ich die einsammeln und wieder. Oh, da liegt noch ein Lock. Den habe ich vorhin gar nicht gesehen. Foundation, so. Dann pflanzen wir die hier mal dran. Ich nehme die beiden Sticks hier noch ein bisschen weg und auch den Lashing, so ein bisschen aus der Gefahrenzone, weil hier wird jetzt gebaut, hier ist Baustelle. Die können jetzt hier leider nicht mehr so leicht hin. Lashing, hallo? Lashing. Jetzt hat er ihn gefasst. So. Jetzt ist halt auch noch die Frage, bauen wir hier. Oh, Musik hat eingeschaltet. Bauen wir hier auch Fenster rein oder nur vorne? Das ist die Frage. Ob wir hier auf der Seite. Ja, nee, ein bisschen Privatsphäre muss sein. Ich finde, auch wenn wir hier alleine sind, aber wenn wir dann hier Dauerdurchzug haben. Also ganz ehrlich, wenn ich dann da hier der Überlebende wäre, würde ich mir auch sagen, nee, Durchzug bin ich kein Fan von.
Tigerhai. Du kleiner Gammelhai. Ich mag Haie. Habe ich dich jetzt abgehauen? Warst du... Ja, du bist es. Du kleiner... Süßer. Ich weiß nicht, was ich hier spreche. So. Nochmal ein Strunk. Trunk, keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Gleich haben wir unser Häuslein, unser Haus auf der Insel. Ich frage mich, was der gearbeitet hat, dass sich hier einfach so ein Haus hinzimmert auf einer Insel, wo einfach gar nichts ist. Ich hab das da noch nicht fertig, wartet doch noch! Also die Reise wird auf jeden Fall verschoben. Bis auf schöneres Wetter. Gott, ist das Sample laut. Oh, ist das laut. Ach du Heilige, ist das Sample vom Regen laut. Oh. Aber trotz allem bauen wir hier unbeirrt weiter. Trotz Regen. Disco, Disco, Party, 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 Party. Möchtest du mir damit sagen, dass ich dich hier nicht hinsetzen kann? Wir haben Disco. Ich mach das jetzt mal so. Okay, der Stein hier also. Dann mache ich das aber anders. Dann lasse ich das so wieder. Okay, das sieht mir vielleicht auch gar nicht mal so schlecht aus. Und baue das einfach nur so. So mache ich das. Dann sollten die Stämme nämlich tatsächlich wirklich, wirklich locker reichen. Jetzt ist halt die Frage, wenn wir das hier hinbauen, ist das fix, dann ist da wirklich dann das Haus so fertig und geht um die Ecke. Aber ich denke, das mache ich so, denn es ist mein Haus. Ich besitze hier Urkunderecht und so. Macht es ein bisschen leichter. Das Sample ist übel laut. Ich weiß nicht, ob ihr mich überhaupt noch hören könnt. Denn es ist brutalst laut. Aber brutalst. Jetzt ist halt die Frage. Hier so ein Windowed Wall. Und dann hier auch einer hin. Also so habe ich das jetzt mir jetzt gerade kurz überlegt. Das wäre hier, hier und hier so ein bisschen Panorama-Feeling reinbringen. Ich glaube, das mache ich wirklich so. Das mache ich so. Komm. Los, komm, gib alles. Ich weiß, du kannst es. Ich vertraue dir.
Das ist schon mal gut. Wir können hier nicht hochspringen. Das habe ich sehr gut überlegt. Das heißt, wir sind hier ziemlich fein, dass... Wow. Dass die aneinander kleben. Respekt. Kann ich hier nämlich so das Bett hinbauen. Und ja, ich denke, das wird schon was. Also das, dann übertreiben wir es hier auch nicht so. Also wir übertreiben es schon lange. Ich hätte es beim Zweierhaus vielleicht sogar bleiben sollen. Wir brauchen nochmal mindestens 2 Strünke plus nochmal 3 Strünke fürs Dach. Selber ganz. Ja, das bringen wir locker hin. Das ist okay. Dach haben wir also soweit. Mit 100%iger Sicherheit kann ich hier ein Dach bauen. Das dürfte definitiv jetzt kein Problem sein. Die Steine sind ein bisschen nervig. Muss ich ja zugeben. Das ist alles ein bisschen rumgeflogen gerade, sehe ich. Zack. Regen, du kannst auch mal wieder aufhören. Dürftest gerne aufhören jetzt. So, komm jetzt, Regen, es reicht. Ich bin auch nass genug, wenn ich ins Wasser gehe. Wobei... Ah doch, es regnet noch. Ich dachte schon, es regnet gar nicht mehr. Wir haben einfach nur noch das Sample. Das ist natürlich dann sehr ätzend gewesen. Ja, sehr schön. Gerade rechtzeitig bist du gegangen, Regen. Das finde ich sehr nett von dir. Dann kann ich nämlich gleich auch diese Folge wieder beenden. Aber erst bauen wir hier noch die Wall hin. Die Wall. Okay, ich lasse es. So. Hier komme ich nochmal, ich mache hier nochmal eine normale Wand hin. Zack, so, und fertig ist unser Grundgerüst. Kann man so machen, finde ich jetzt. Und ja, mit dem nächstes Mal bauen wir noch das Dach hin und dann weiß ich auch gar nicht, was wir noch machen sollen hier. Dann haben wir schon ein Haus. Okay, ich weiß, was wir dann machen werden. Ich habe keine Potatoes. Wir werden uns eine Feuerstelle machen. Und dann werden wir dich braten. Ja, genau. Flieh nur. Flieh um dein Leben. Wahrscheinlich werde ich derjenige sein, der fliehen wird. Aber das werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge erst erfahren. Wenn es wieder heißt, Let's Play Stranded Deep. Und ich war froh, seid ihr dabei gewesen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Haut raus. Habt Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.